Jawohl. 6:0, eine klare Sache. Ich aus meiner Sicht habe gar nicht so klar gesehen, das Spiel. Ich muss jetzt mal sagen, jeder Schuss ein Treffer von unserer Seite aus. Ich habe gerade schon gehört, wie man die erste Halbzeit sieht, haben wir schon die ersten 25 Minuten das Spiel zum Griff gehabt, haben auch zwei gute Möglichkeiten gehabt, haben dann zwei dumme Gegentore ausgegeben in 5 Minuten, sodass wir also schon was verloren haben. Ich mache meiner Mannschaft also gar keinen Vorwurf, sie hat also versucht, das Spiel heute zu gewinnen. Wie Peter schon sagte im Vorfeld, dass es für beide Mannschaften wichtig ist, der Sieger aus jedem Spiel einen Riesensatz zu zählen, kann sich einigermaßen festsetzen. Haben dann in der zweiten Halbzeit direkt nach 5 Minuten das Gegentor kassiert und haben dann den Faden gehalten. Da haben wir natürlich den Gegner nicht mehr so attackiert, kam nicht mehr ins Spiel rein, haben noch kaum Torschüsse gehabt. Nachher sind eben auch diese Tore 4, 5 und 6 darin gefallen, weil die einfach nicht mehr nah genug am Mann waren. Die haben den Gegner nicht mehr attackiert und da muss ich meiner Mannschaft vorwerfen, dass wir nach dem 3-0 nicht mehr dagegen gehalten haben, sondern jeder hat sich auf sich selbst verlassen und dadurch sind auch die Tore gefallen. Ich möchte hier in der Altermann auch keinen großen Vorwurf machen. Er hat uns im letzten Spiel ziemlich, also sehr weitergeholfen mit seinen guten Aktionen. Heute hat er in ein, zwei Situationen nicht gut ausgesehen, wie es wieder drin stehen wird. Ist nicht mehr so attackiert worden, wie ich mir das vorgestellt hatte, konnte tun und machen, was er wollte. Und wie gesagt, wir machen ein verdientes Sieg im Vorspiel aufgrund der besseren Einstellung. Und ich wünsche dem Verein, der Mannschaft und Peter mit seiner Gruppe für die nächste Woche viel Erfolg. 5, trotzdem 6:0 gewonnen, ein leichtes Spiel. Nee, ganz gewiss nicht. Ich kann das eigentlich nur bestätigen, was der Kollege, was du eingangs gesagt hast. Also die ersten 25 Minuten war nicht so viel mit der Leistung meiner Mannschaft, weil wir einfach wenig in die Zweikämpfe gekommen sind, immer zu weit weg waren von den Gegenspielern und dadurch auch den Wochenleuten die Gelegenheit gegeben haben, immer durchs Zentrum in die Spitze zu stoßen. Und wir haben auch ein paar Mal nicht nur Glück gehabt, sondern auch das Leistungsvermögen von dem Sebastian Thiel hat uns dann dazu geholfen, eben nicht in Rückstand zu geraten. Und ich denke mal so, das Spiel ist eigentlich gekippt. Noch nicht einmal nach dem 2-0, glaube ich nicht. Ich denke, das 3-0 war eigentlich so nur der Knackpunkt im Spiel, das ist meistens so. Und dann kurz nach der Halbzeit, da wo der Gegner nochmal kommen muss, das ist ja auch klar. Du musst ja sehen, dass du dann relativ schnell den Anschlusstreffer erzielst. Da haben wir nochmal einen gesetzt im 3-0 und dann braucht man über 4, 5 und 6 nicht mehr zu reden. Dann spielt sich die Mannschaft auch in den Rausch, das ist auch ganz normal. Und dann kommt letztendlich so ein Ergebnis raus. Schwer wird sein, diese Woche jetzt wieder alles auf dem Teppich zu halten. Die Siege haben ja immer Nachteile, das wollte ich sagen. Also die Arbeit ist immer für den Trainer da. Wenn du verlierst, musst du nachbereiten und die Dinge, die falsch gemacht worden sind, im Training wieder eliminieren. So, und jetzt, wenn du hoch gewonnen hast, musst du die Jungs wieder auf dem Teppich halten. Also du hast nie mal Ruhe, ne? Ist einfach so. Gut, wir haben ohne 5 gespielt. Das ist klar, das waren jetzt heute einige Leute dabei, die erstmalig von Anfang an gespielt haben, unter anderem Matthias Förster, dem ich hier auch ein großes Lob aussprechen muss, der für seinen ersten Einsatz, der ja in der Vergangenheit in der Bezirksliga gespielt hat, hier wirklich gut Auftritt gehabt hat. Ebenso Salah El Arimi, ne? Der Muhyiddin Ramovic, der Jahrgang 86 hier von Fortuna aus der A-Jugend gekommen, auch mit seinem ersten Spiel von Anfang an, hat direkt dreimal geknipst. Das kann aber auch mal den Jungs zugute halten. Also von daher kann man zufrieden sein. Und auf der einen Seite freue ich mich, die anderen kommen nächste Woche wieder. Ne? Also Marco Jerenko wird dabei sein. Markus Weiß ist im Moment in New York. Wenn die wiederkommen, ist der Konkurrenzkampf müde. Ab Montag. Muss man jetzt mal abwarten, diese Woche. Vielleicht haben sich hier einige Leute angespielt. Die stellen euch die Konkurrenz dar. Das freut mich natürlich, denn Konkurrenz belebt das Geschäft. Belebt die Qualität dieser Mannschaft. Das ist unser Ziel. Wenn wir jetzt das Ziel erreichen, 19 Punkte, da wollten wir super können. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die nächsten Wochen noch gut überstehen und klar, ganz gut in die Winterpause gehen. Ich denke mal, dass ich eingangs hier gesagt habe, der heute gewinnt, setzt sich zunächst mal ab, hat ein bisschen Ruhe nach unten nehmen. Und kann jetzt erstmal ein bisschen weiter aufspielen. Das tut sicherlich dieser jungen Mannschaft enorm gut. Da haben wir wieder den Apostel Sakalaki, das ist A-Jugend, ne? Die Nummer 10, wissen wir alle. Der könnte ja noch in der A-Jugend spielen. Mit welcher Stabilität der auftritt in den Spielen. Und mit, auch schon mit welcher Leidenschaft, mit welcher, sagen wir so, Wuppertaler Abgewichtsheit, ja, der auftritt, muss man sagen, das ist okay. Das Frank hat mich verstanden, ja? Wuppertaler. Ja.
Ja, dann darf ich mich mal recht herzlich bedanken für die Teilnahme hier. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und hoffe, nächste Woche wieder viele Leute in Essen zu sehen. Danke.